Ich begrüße euch alle zusammen. Es gibt ja eine kleine Sache, die ich unbedingt anmerken muss und die wahrscheinlich auch vielen, vor allem Neulingen der Wii U, extrem hilfreich sein wird. Und zwar, es gibt zwei verschiedene Systeme, wie ihr Freunde adden könnt. Und das ist eigentlich eine recht negative Sache und ich hoffe, Nintendo macht auch irgendwie in den nächsten paar Patches was dagegen. Und zwar, gehen wir einfach mal rein. Normalerweise wird man denken, hey, ich will jemanden adden, also gehe ich in die Freundesliste. Klar, du willst jemanden adden, also Freundesliste, logisch. Das macht jeder normal Denkende. Das Problem ist aber, wenn ihr jetzt hier unten auf Freunde registrieren geht, dann gebt ihr einen Namen ein von eurem Freund, den ihr halt registrieren wollt, aber er bekommt keine Nachricht. In anderen Worten, ihr registriert ihn und er muss dann euch registrieren, ähnlich wie früher mit dem Freundeskurs auf der Wii oder auf dem 3DS oder auf dem DS oder sonst wo alte Nintendo-Plattformen. Müssen beide den Namen eingegeben haben, damit sie sich gegenseitig adden. Und der andere bekommt keine Nachricht, dass er gerade geaddet wurde. So, das ist natürlich nicht der Fall, wenn ihr das alles einen Tick anders macht. Und zwar habt ihr ja ebenfalls die Möglichkeit, Leute zu adden über das Miiverse. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Über das Miiverse könnt ihr Leute ebenfalls adden, seltsamerweise auf die genau selbe, simple Art und Weise. Und deswegen verstehe ich nicht ganz, warum das getrennt ist. Ihr geht einfach oben links auf das Nutzermenü, geht auf Nutzer suchen. Ich nehme jetzt einfach als Beispiel, nur weil ich hier gerade seinen Nick auswendig kenne. Wäre der gute Rainer Schauder aus dem Netzwerk. Rainer Schauder. So. Suchen wir nach Rainer Schauder. Ich habe ihn jetzt hier schon drauf. Da haben wir eben, wir sehen sofort, der User existiert. Wir gehen auf Profil ansehen. Und wer jetzt nicht schon als Freund registriert, könnt ihr oben rechts eine Freundesanfrage schicken. So, wenn ihr das getan habt, bekommt ihr unten links bei Mitteilungen erstmal natürlich euch mitgeteilt, erstmal durch ein blinkendes Symbol und zweitens auch, dass da eine kleine 1 steht oder je nachdem, wie viele Nachrichten ihr habt. Und unter erhaltene Freundesanfragen könnt ihr dann denjenigen adden und seht halt auch seine Nachricht, die er dazu angeheftet hat. Sowas wie, hey, du bist der coolste Mensch der Welt, ich will dich adden. Also allgemein gesagt, wenn ihr jemanden adden wollt, wenn ihr einen Freund von euch adden wollt oder sonstiges, macht es immer übers Miiverse, macht es nicht über die Freundesliste. Und ich bleibe dabei, das ist eine Sache, die Nintendo fixen muss, weil das ist verdammt und verflucht verwirrend, weil warum ist es getrennt? Warum ist es nicht dieselbe Sache? Das ist doch beknackt, das gibt's doch nicht. Und wo wir schon dabei sind, noch in der Kleinigkeit, ihr könnt, was ich angemerkt hatte in dem Miiverse-Video, ihr könnt unter Einstellungen und Miiverse-Einstellungen immerhin sagen, dass ihr alle Beiträge nur in Deutsch sehen wollt, sprich nur von Deutschen geschrieben. Das könnt ihr einstellen. Ihr könnt nicht sagen, nur die Sprachen, sondern halt, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte all die ganzen Französischen und sowas nicht haben, macht ihr auch nur Deutsch. Hättet aber eben auch die Englische nicht. Wenn ihr nun Englisch könnt und die auch gern hättet, doof gelaufen, aber immerhin eine gute Möglichkeit für welche, die jetzt wirklich nur Deutsch können. Ist keine Abwertung, es gibt einfach die Fälle. Ja. Das war's dazu. Ich sag einfach mal danke fürs Zusehen und ich hoffe, wenn ihr mich addet, wie gesagt, macht es über Miiverse. Wenn ihr es über die Freundesliste gemacht habt, werde ich davon nie was erfahren. So doof es auch klingt, ich werde davon nie erfahren. Es sei denn, ihr sagt es mir. Gut, das war's. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.